Herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zwar gibt es diesmal leckere Protein-Brownies. Dafür haben wir hier Kokos-Whey, Kokosraspeln, Kokosmehl und ein bisschen Milch. Eignet sich auch sehr gut diese Alpro Kokosmilch dazu, aber es kein Muss. Ist ja auch ein bisschen teuer und wir lassen uns keine Zeit verlieren. Wir starten direkt durch. Ist auf jeden Fall ein absolutes Low-Carb-Rezept. Lediglich das Kokosmehl hat ein bisschen Kohlenhydrate, aber es ist sehr, sehr reich an Ballaststoffen, von daher auch sehr gut in der Ketogen-Diät geeignet, wer sowas macht. Starten wir direkt mit 50 Gramm vom Bodybuilding Depot, beziehungsweise von Supplement Union, mit 50 Gramm Kokosway. Unglaublich ein günstiges Proteinpulver, einfach für den, ich glaube 2 Kilo kosten irgendwie 29,90 oder so, also absolute Empfehlung, auch made in Germany. Von daher kann ich euch wärmstens empfehlen. Als nächstes 30 Gramm von den Kokosraspeln. Und 40 Gramm Kokosmehl. So, jetzt noch ein bisschen Milch. Und dann einfach das Ganze verrühren. Am besten mit den Händen noch ein bisschen durchkneten. Also wenn ihr zu wenig Flüssigkeit habt und das nicht so zusammenklebt, dann einfach noch ein bisschen Wasser dazugeben. Ja. Hier so einen klebrigen Teig. Ihr könnt entweder so formen oder ich habe hier so eine Silikonform. Und das Ganze eben auch reinmachen. Also wer auf Kokos steht, der sollte damit absolut, der sollte davon absolut begeistert sein. Es riecht ja schon so unfassbar nach Kokos. Nur durch diese drei Zutaten und jetzt habe ich ein bisschen rumgesaugt. So, der Teig ist in der Form drinne. Gehen wir jetzt in den Backofen, auch wie immer bei so 180 Grad. Natürlich schon vorgeheizt. Und ab damit in den Ofen, immer mal reinschauen. Ich denke so 15 Minuten, 20 Minuten, dann sollte das fertig sein. So, unsere Bounties waren so 15 Minuten im Backofen. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen von diesem Frankies Protein-Nutella drüber gemacht. Ihr könnt das Ganze auch nochmal mit Zartbitterschokolade zum Beispiel in Wasserbad schmelzen und die dann da reintunken. Dadurch habt ihr eben andere Nährwerte. Ich habe es jetzt mal nicht gemacht, habe nur so ein bisschen drüber gemacht. Und ja, so ein leckerer Protein-Bounty-Snack für zwischendurch. Also genialer Riegel. Jeder, der auf Kokos steht, für den ist es auf jeden Fall was. Wer mit Kokos seine Probleme hat, definitiv nicht probieren, denn es ist eben sehr, sehr kokoslastig. Von daher, ja, von meiner Seite gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, ab in die Kommentare, wie immer. Und dann Daumen hoch drücken und abonnieren, euer Marcello.